Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und das ist das erste Turnierberichtsvideo in dieser Saison, also das richtige erste Turnier draußen. Ich freue mich total und werde Karlsson und auch Holly mitnehmen. Patrick müsste gerade die Boxen und ich werde Karlsson mal eben den Schweif sauber machen und die Füße waschen. Und dann bist du dran, Mausi. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber so positiv. Also ich freue mich einfach und bin gespannt, wie es heute klappt. Die Erwartungen sind jetzt nicht zu hoch, also ich möchte Spaß haben, 50% der Sprünge treffen und ja, den Tag einfach nur genießen. Ich werde euch so gut es geht mitnehmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor ich jetzt aber Karlssons Schweif wasche, werde ich den erstmal gut bürsten und gucke dann, ob das überhaupt nötig ist. Aber mit der Späne, wenn ich das jetzt nass machen würde, das wäre, glaube ich, ein Riesenchaos, das dann daraus zu bekommen. Ich habe gestern schon das Sattelzeug geputzt, aber noch nicht in den Anhänger gepackt. Das mache ich jetzt eben. Oh, die beiden Vorderzeuge und ich muss auch gleich noch die Inlays tauschen. Denn da kommen rote Inlays rein. Patrick fährt gerade auch schon an und wird gleich mal eben den Anhänger ankuppeln. Und dann müssen wir noch ein bisschen Kram rausräumen. Aber ich räume jetzt erstmal meine restlichen Sachen rein. Sättel fehlen noch und ich muss unbedingt das hier loswerden, das ist ganz schön schwer. Diese braunen Spornbänder sind zwar super schick, die habe ich von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Aber da ich einen schwarzen Stiefel und eine schwarze Kappe fürs Turnier habe, passt es nicht ganz. Deswegen muss ich die einmal umbauen und mache da jetzt schlichte schwarze dran. So, ich werde jetzt nur noch die Inlays wechseln. Da kommen halt welche mit dunkelrot rein, weil ich nämlich mein rotes Jackett anziehe und schwarze Schabracken. Patrick holt gerade den Sattel von Holly und dann gehe ich einmal im Kopf alles durch. Okay, aber mit euch zusammen machen. Also ganz wichtig ist bei mir Steigbügel, weil ich ja bei Karlsson die Free Jump verwende. Die zu vergessen ist sehr, sehr schlecht. Gott sei Dank haben mittlerweile viele die, dass man sich die mal borgen kann. Ein Unterleger, Haftspray brauche ich eigentlich jetzt nicht unbedingt, aber manchmal habe ich das einfach mit, dann fühle ich mich sicherer, wenn vielleicht doch mal irgendwie der Sattel oder der Stiefel sehr glatt ist. Hier habe ich Gamaschen drin, Wasser, der Eimer auch, ein bisschen Putzzeug. Ich brauche gleich noch eine Mähnbürste, Trensen, für Karlsson noch ein anderes Gebiss, falls er auf dem anderen nicht so gut läuft. Ist ja bei ihm tagesformabhängig. Fliegenmützen, Sporen, Kappe. Was zur Belohnung. Meine Pferde kriegen auch was zur Belohnung, wenn wir keine Platzierung oder sowas haben. Einfach weil sie immer mitarbeiten, eigentlich immer gut mitarbeiten und ich finde es voll wichtig, dass man denen dann auch eine Belohnung gibt. So, Stiefel, Vorderzeuge, Kopfnummern sind auch schon richtig. Der zweite Sattel kommt, Gurt ist da. Ja, Schabracken sind im Auto, Jackett auch, dann habe ich alles. Die anderen beiden sind jetzt auf dem Anhänger, aber ich werde jetzt Sammy noch ausdecken, weil es super warm ist. Und lege dann eine ganz dünne Stoffdecke drauf. Und dann ist die nämlich auch für den Tag jetzt erstmal gut versorgt. Und später werde ich sie dann noch reiten. Ich zeige euch die Reithose gleich auch nochmal richtig. Ich habe heute eine von Rider Steel an in Weiß. Und ich bin super zufrieden, weil man kann die halt auch so ein bisschen abklopfen. Das ist echt gut. Und in der Infobox findet ihr auch einen Link, aber ich gebe Patrick gleich nochmal die Kamera. Wenn ich ganz angezogen bin, dann könnt ihr die nochmal richtig sehen. Alles startklar, auf die Minute genau fertig. Patrick ist auch schon da und jetzt hüpfe ich ins Auto und dann geht's los. Wir fahren auch nur eine halbe Stunde, deswegen ist es ganz entspannt. Ich bin jetzt schon am Fertigmachen und ich kann euch vorstellen, vom ersten Turnier bin ich auch so ein bisschen aufgeregt und möchte es so ein bisschen in Ruhe machen. Ich werde euch auf jeden Fall den Ritt zeigen, den filmt Patrick gleich mit seinem Handy oder so und
ja, da sehen wir uns danach wieder. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Zeit und dann versuche ich später ein bisschen eher fertig zu machen und euch noch ein bisschen mehr zu zeigen. Leider kann man auf dem Handyvideo nicht ganz so gut erkennen, deswegen filmen wir später die M-Springen auch mit einer richtigen Kamera. Ich wollte euch trotzdem diese beiden Ritte zeigen, auch wenn man jetzt hier nicht ganz so viel sehen kann. Den ersten Start hatte ich mit Holly, die irgendwie an dem Tag besonders viel Probleme mit dem Abreiteplatz hatte. Also die war super, super klemmig und dann hat sie auf dem Abreiteplatz auch noch einen Fehler gehabt, weil sie sich von einem anderen Pferd erschrocken hatte. Und ja, wenn Holly an die Stange kommt, das passiert ihr sehr selten, aber dann möchte sie danach noch weniger ran. Deswegen war sie super, super vorsichtig. Ich habe versucht, sie jetzt hier erstmal richtig ins Galoppieren zu bekommen. Den Tipp habe ich von Hansi Blum beim Lehrgang in Essen bekommen und versuchte ja von Anfang an Schwung reinzukriegen, aber auch hinten zu bleiben. Ja, teilweise macht sie dann wieder zu viele Galoppsprünge. Trotzdem entscheide ich mich gleich auch dafür, dann, dass ich öfter die erste Distanz wähle. Also dass ich dann mich auch entscheide und losdrücke, damit sie eben nicht noch mehr Galoppsprünge mir reinbaut. Gerade in Distanzen kann das dann einfach zu Problemen führen. Und deswegen komme ich ein paar Sprünge auch wirklich groß, aber entschieden, weil ich gedacht habe, so, du springst jetzt nach vorne weg, damit es nicht immer klemmiger und immer kürzer wird. Aber so vom Grundprinzip ist sie halt immer zuverlässig, sie guckt nicht, sie ist immer da, sie reagiert, sie hört mir zu und das ist natürlich einfach ein Riesengeschenk. Jetzt kommen wir noch zum letzten Sprung und ich bin zufrieden gewesen, wir waren damit auch platziert, ich glaube 6. oder 7. Platz. Es ist ausbaufähig, aber wir bleiben dran und ganz am Anfang der Saison ist sie immer ein bisschen so noch verhalten. Erste Runde habe ich fertig. Mit Holly. Ich musste ein bisschen drücken, damit sie immer die erste Distanz wählt. Deswegen war es ein paar Mal groß. Und ich bin noch nicht wieder ganz drin, weil ich bin viel zu früh mit Carlsson schon fertig. Wir schieben es auf die Aufregung. Aber Carlsson ist es egal, ne? Ja. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch noch, wie das im Gesamten aussieht mit der Reithose. Und ich bin tatsächlich richtig, eigentlich voll unhöflich mit Telefon zu reiten. Deswegen packe ich es gleich weg. Aber so kann man es einfach bei sich tragen. Und das ist ja auch der Vorteil der Riders-Reithosen. Link findet ihr in der Infobox. Und ich schwinge mich jetzt auf Carlsson. Wir kommen jetzt zu Carlssons Runde und ich habe ja das ein bisschen umgestellt, dass ich ihn eben im leichten Sitz bis zum Absprung reite, denn sobald ich mich einsitze in den Sattel, dann schießt er nach vorne los, also es ist wirklich extrem, aber er hat keine Rückenprobleme oder so, es ist alles abgeklärt. Das ist einfach so ein reiterliches Ding, weil er es vielleicht auch nicht so gut halten kann hinten, der hat ja eine recht weiche Hinterhand und es kommt ihm total entgegen. Ihr seht, er wartet, ich konnte sogar ein bisschen zudrücken. Hier ist jetzt so dieses Problem, was er ja manchmal hat, dass er dann seinen Galopp nicht sortieren kann und kurz aus dem Rhythmus gekommen ist, aber dafür ist er trotzdem auch in dieser Distanz eigentlich recht gut bei mir geblieben. Es wurde zwar hinten ein bisschen dicht, aber ich kenne da ganz andere Aktionen von Kamikaze Carlsson. Und gleich habe ich sogar einen Galoppsprung zu viel geritten in dieser Linie und deswegen schiebt er mir so drunter, ganz brav, dass er da so abspringt. Ich hätte, ja, entweder hätte ich die Außenlinie nehmen müssen, damit ich den Galoppsprung auch durchziehen kann oder ich hätte wirklich auch mal weiter galoppieren dürfen. Da muss ich mich jetzt noch so reinfuchsen, das ist noch natürlich eine Umstellung, wenn man das Training so umstellt und wirklich auch nicht mehr einsitzt und das Pferd auf einen wartet. Aber ich glaube, wenn wir da fleißig dran arbeiten und dranbleiben, dann wird das was. Und hier habe ich ihn nochmal richtig zurückgenommen und einfach über den letzten rüberfallen lassen, um nochmal richtig Ruhe reinzubekommen. Wir kommen dann jetzt zum M-Springen und ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös. Ich fand das zwar nicht zu schwer, aber schon anspruchsvoll. Und ja, es ist doch noch immer ein bisschen aufregender, ins M für mich zu reiten als ins L. Carlsson war auf dem Abreiteplatz schon sehr gut. Ich habe mich einmal leider vermetert, dass er so gegen Steil gekommen ist. Hier wollte er übrigens den Sprung von hinten anziehen, so hoch motiviert war er. Aber ich kam zu 1 toll hin, er macht einen richtig guten Sprung. Dann bin ich jetzt, diese Distanz ist natürlich so eine richtige Horrordistanz für uns, weil sie einfach so viele Galoppsprünge hat und gerade ist. Aber er hat richtig gut auf mich gewartet. Eigentlich hätte der Fehler vielleicht sogar gar nicht unbedingt sein müssen, aber ich nehme es mir jetzt nicht so übel. Vielleicht hätte ich da doch noch ganz bisschen eher loslassen müssen. Hier musste ich jetzt so ein bisschen abdrücken, weil er war nicht ganz so konzentriert. Das ist so dieses, was ich noch wirklich als Feintuning einfach hinkriegen muss, dass ich ihn trotzdem rechtzeitig wieder aufmerksam habe. Hier sprang der richtig toll, den Oxa. Auch die Linie zur Kombination kam er toll, hat gewartet, er kam gut rein. Ich konnte sogar ein bisschen noch einen Impuls nach vorne geben. Ich bin auch während des Parcours fühlte ich mich richtig gut und wurde immer sicherer. Hier den Oxa hat er schön im Visier gehabt, aber er hat schön gewartet. Auch die Distanz, wie toll er da einfach weiter galoppiert ist und den letzten einfach auch so rübergefallen ist. Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Sprüngen.
Und auch hier, er guckt sich den nicht mehr so an, dass er dann losrennt, sondern er wird aufmerksam und wartet und ist nur so ein bisschen höher in der Frequenz von seinem Galopp. Da kenne ich ja ganz anderes. Es ist anscheinend der richtige Weg. Er ist super zufrieden, auch zwischen den Sprüngen. Und es macht so viel Spaß. Ich werde dranbleiben. Und dann gucken wir mal, ob das die Lösung so bleibt oder ob wir Schritt für Schritt auch wieder mit meinem Hintern in den Sattel wagen können. Holly war auf dem Abreiteplatz noch klemmiger als vor dem L. Sie hatte irgendwie total Probleme mit den Pferden, war super, super zickig. Am liebsten würde ich mich dann hinsetzen und sie so ein bisschen mehr schließen, aber dann fährt sie noch höher und klemmt sie noch mehr. Deswegen muss ich das immer so ein bisschen akzeptieren und durchgehen lassen. Also ich muss sie leider da tatsächlich dann stutig sein lassen. Das ist der Kompromiss, den wir einfach gefunden haben. Ich habe hier den langen Weg gewählt zum ersten Sprung, damit ich schön Galopp bekomme. Und sie ist wesentlich besser jetzt hier im M als in dem L davor. Ich habe auch lange Wege gewählt, dass ich zum Beispiel hier gerade hinkomme, damit ich einen Schwung habe. Und ich habe jetzt einfach gesagt, so Holly, ich drücke jetzt los und wir wählen jetzt die erste Distanz, damit sie mal einfach auch nach vorne springt wieder, dass sie ein bisschen mehr den Rücken öffnet und nicht immer diese kleinen Galoppsprünge dazu macht. Da müssen wir uns wieder so ein bisschen feiner abstimmen noch. Hier habe ich sie jetzt ein bisschen aufgenommen, aber sie ist ja sehr, sehr clever in solchen Kombinationen. Hier zum Ausgang hin hat sie ein bisschen Schwung gehabt, auch über den Oxer, den kam sie ganz gut, ein bisschen groß, aber das war noch alles machbar. Auch zur Kombination kam ich ganz gut hin. Das sind ja so Dinge, so Kombinationen, wo sie gerne dann nochmal Galoppsprünge zumogelt, aber hier hatten wir jetzt den Fluss ganz gut drinne und auch den Oxer kamen wir ganz gut. In der Distanz habe ich ein bisschen zulegen müssen, damit wir hinten gut ankommen, aber das war dann auch gar kein Problem. Und jetzt kommen wir auf die letzten beiden Sprünge und jetzt sieht man auch einfach, dass der Galopp viel flüssiger ist. Den letzten habe ich jetzt auch nochmal die erste Distanz gewählt und den Parcours dann quasi mit einem Riesensprung beendet. Es war ein tolles Gefühl, dass beide Pferde einfach fit sind, motiviert sind und wir vielleicht auf eine sehr positive Saison schon mal uns freuen können. Wir sind zurück am Stall. Der Anhänger ist auch schon ausgeräumt. Die Pferde stehen in der Box. Ich bin super, super happy mit dem Ergebnis, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Platzierung war. Gerade mit den Runden im M-Springen bin ich zufrieden. Holly war nämlich sehr, sehr klemmig auf dem Abreiteplatz. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.